wenn ich in den Vents lauere, eine unglaublich krasse Map-Übersicht. Was war das? Okay, Shifter ist gefährlich. Den muss man so sneaky bespielen, eigentlich. Ein Shifter braucht man ein Meeting. Also ein Meeting, in dem man so ein bisschen reinhört, ja? Ein bisschen paar Infos sammelt von Leuten, die sich schnell gerne verraten, was sie sind. Okay. Shifter ist schwer. Also, Shifter zu lügen. Was kann ich machen, um einen Shifter rauszubaiten? Ich könnte sagen, ich habe Ich meine weiß auch nicht. Liebe Fähigkeit Gemeinde, noch. der Weg ist tot. Oh, Nif jetzt auch, jetzt ist es ernst. Nifi war. Der ist gerade noch durch Nifi? Records Ja, gelaufen, das oder? hätte ich auch gesagt. Vex ist Nifi hat. Ach, ich hätte sogar gesagt, dass der da noch drin war. Nee, drin war nicht mehr. Erstmal zu den wichtigen Calls. Maxi, Wer adoptiert die Maxi. Ente? Oh, ich bin gerade. Vex Aber Vex ist auch hier gerade dadurch noch. tot. Warte mal, Vex Ente habe ich gerade noch Falafel am hier in der Dusche am Korb gesehen. Ich habe nur die Ente gesehen beim Akten. Kann das ein Lavakill sein? Na, ja, könnte sein. Vielleicht. Also wenn Vex wir ist nämlich später umgekippt. Infos bekommen, das ist kein Lavakill. Ja, nee, das bringt. Ja, vergesst, was ich sagen will. Wir haben auf jeden Fall drei Leute, die killen können. Also Nee. Vielleicht sogar vier. Maxi, ich und Wie Kuna waren das? gerade in Sheriff. Records. Ich wollte sonst Julie rausnehmen, aber dadurch, dass drei Leute killen können. Hey, was? Dadurch, dass drei Leute Weiß, killen ich können. kann euch ich sagen, bin dass tot Vex einfach so umgekippt ist, ohne dass ihn wer berührt hat. Es könnte Okay, gewesen sein, dass dann der Lava, also Nefi, und also Nefi getötet wurde und Vex Okay, gestorben so ist. Nefi ist kommst du auf Richtung die Idee. Toiletten. Oder Vex ist getötet worden und Nefi ist umgekippt. Vex liegt, also Vex hat gerade Ja, aber Moment, wie in soll der Vex Gemeinschaft gekillt zwischen die worden Dusche sein, wenn ganz einfach gemacht? umgefallen ist? Naja, mit Vampir. Vampirbiss. Vex hat gerade in der Gemeinschaftsdusche die Dusche wieder ganz gemacht und ist dann nach oben gelaufen, wo ich dann auch stand. Also da hätte Moment, aber da Maxi werden die ja weisen quasi, da waren können. die ja fast Ja, aber zusammen. ich bin aus hier Main Hall halt durchgerannt, durchs Badezimmer einfach. Ja, und im Badezimmer war Vex. Da habe ich ihn, also ich habe keinen Vex gesehen, da muss er schon in der Dusche gestanden Okay. haben. Ja, okay, würde vom Timing her auch passen, ist richtig. Ja, genau. Der Wie war weit in der standest Dusche. du denn von Vex weg? Boah, ich stand oben beim Korb und Vex stand am Rande meiner Sichtgrenze. Also wirklich am Rande. Also, jetzt ist die Frage, welche Sichtgrenze genau? Die Nee, schon Imposter-Sichtgrenze die oder die Crewmate? Imposter-Sichtgrenze. Okay, Also dann ist es ja relativ unten bei an der der Tower Tür. ungefähr dann. Ja, genau. Ah ja, okay. Nee, höher. Er war höher. Er war höher. Er war höher. Ja, Das ist auch eine Sache, die ihr selten hört. Über der Grenze. Über der Power-Dings. Wird der Vent blau angezeigt, wenn ein Jackal oder Sidekick drin sitzt? Weil eigentlich habe ich ja, wenn ich in den Vents lauere, eine unglaublich krasse Map-Übersicht. Was war das? Also hier wurde nur geguckt oder wild gefaked. Also ich kann ja gut Infos sammeln, aber wie kann ich Judy decken? Da ist Kundran. Ich habe einen Kill-Button bekommen. Judy wurde gekillt. Ich habe Lila gefunden. Ich glaube, das ist Andi, ne? Ja. Oh, dann dachte ich für einen kurzen Moment an Bait. Nee, nee.
Nee, Julie ist auch, also Maxi, als wir uns begegnet sind. Ja. Über Lifeline, da war die schon tot. Also nee, da, also da, war sie da schon tot? Das war die Frage, war sie da schon tot? Nee, sie ist gerade von Lifeline weggelaufen nach Elektrik rein. Wer war denn gerade in Küche? Ah, und da ist sie dann gestorben. Das heißt, Julie das muss irgendwo Elektrik drin liegen. Ich möchte heute einen Verdacht äußern gegen eine Person, die sehr wahrscheinlich böse ist. Ich war's nicht. Und welche wäre das? Minu. Warum? Minu ist, jetzt in-game, oder? Wir werden Tasks gefaked ohne Ende. Als ob. Welche Tasks hat sie gefaked? Wo liegt denn der Andi? Der liegt am linken Upload. Ah. Und ich meine, es war gerade jemand in der Küche, aber ich kann dir nicht sagen. Moment, er liegt am linken Upload? Am linken Upload. Ich dachte, Minu hat den linken Upload gefaked, weil sie da so kurz hingelaufen ist und dann wieder weggegangen ist. Aber ich bin gerade durch Armin durch und ich meine, ich habe in der Küche jemanden... Ja, du hast da nichts gefaked, weil du Andi da gekillt hast und das hat mich gesehen. Ich bin von der Küche in Security gelaufen. Ich hab ihn nicht gekillt. Ich war vorhin gerade am anderen Ende. Ich habe zusammen mit Franzi oben das Ding ausgemacht, also das Licht wieder angemacht. Ja, aber wisst ihr, wie lange Andi da liegt? Nee. Warte, wo hast du das Licht wieder angemacht? Nee, sie hat den Alarm gemacht mit mir. Also mit nicht Licht. Okay, bist du mit der Plattform von links nach rechts gefahren, oder? Nein. Das ist interessant, Franzi. Also ist sie durch Rekord, wo ich da auch da durchgelaufen der Wind, in dem Moment? Oder? Das weiß ich nicht, weil ich war in einer Animation, aber sie kann nicht gewendet sein, weil der Wind ist nämlich zu. Also sie kann wirklich nicht gewendet sein. Oder sie ist gar nicht dort. Und doch, Franzi, doch, ich habe sie gesehen. Frech doch. Am Alibi nein, geben. Nein. Ich stehe wirklich neben ihr. Ja. Ich frage mich immer noch, wo Julie liegt, weil ich bin Electrical durchgelaufen, weil ich weiß, dass sie runtergelaufen ist. Kunan, von wo bist du gekommen? Und wenn Kunan sagt, sie liegt nicht im Ja, können sie dann hochgelaufen sein, oder? Da muss sie oben direkt an der Leitung wo gestorben sein, Richtung Korridor. Sie habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Aber dann wird es ein Vampirgebiss gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, ich weiß, wer das war. Mann, die Session heute tut mir super, super leid. Läuft einfach nicht so clean, wie ich das gern hätte. Aber es liegt auch daran, dass Among Us eher ein Denkspiel ist. Und weniger No-Brainer. Die Aussage mit dem Vampir überhaupt war? Ich glaube, Holla kann ich mir snacken. Ja. Kundran? Ist tot und Holla. Wo liegt die Leiche, Maxi? Holla liegt im Cockpit. Kundran verwirrt mich aber auch. Ich bin unten am Upload. Links. Ich bin bei Electrical gerade. Ich bin bei der. Ich habe Kundran gerade noch in Weapons reinrennen sehen, weil er ist mit mir zusammen rumgelaufen und ist runtergerannt. Okay. Okay, ich glaube, dann ist ja klar, ne? Ja. Dann ist ja klar, also ich bin Spy und ich glaube, ich bin der Meinung, dass Maxi der Vampire sein muss. Das ist natürlich interessant, dass du ihn gerade umgebracht hast, dann anscheinend. Nee, ich bin ja Spy. Ich glaube, du hast ihn gebissen und bist dann reingelaufen. Aber ich frage mich, warum Kundran nicht in Cockpit rein ist, um zu sehen, wo die Leiche ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, warte mal, wen hast du gerade reportet? Ist. Holla. Holla hast du gefunden. Der Kundran ist nach unten abgebogen. Ja, dann hast du ihn gebissen. Dann wird er da auch glaube ich gestorben sein. Weil... Das ist natürlich eine sehr, sehr gut ausgedachte Story, um dich zu decken. Ah.
heißt, du bist mein Kollege. Nein, 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 bist du nicht, weil du bist ja böse. Also Maxi ist Vampire. Der böse. Okay. Und hart ausgedacht, das muss man aber hier lassen. Maxi ist Vampire. Ich habe eben ganz am Anfang. Den Mund von Mino hören. Ganz am Anfang war das doch so, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. In der Dusche, als irgendwer duschen war und dann hat Max gesagt, nee, da war ich gar nicht, nee, das stimmt gar nicht, da war nämlich näher dran. Ja, ich stand aber unter der Bank, aber ich habe Vex trotzdem nicht gesehen. Vex ist doch vor dir da rein. Also ich bin mir sicher eigentlich, dass Max ist. Julie ist auch an ihm vorbeigelaufen, beziehungsweise muss er Julie gebissen haben, als sie in Electrical gerade reingelaufen ist und er aber von oben runter kam. Das heißt, du hast mich angelogen, als du gesagt hast, es war eine Innovision, weil Spy hat... Ja, ja, genau. Poster-Vision. Genau, ja, ich wollte das nicht. Moment, ja. Er hat nicht Innovision gesagt. Er hat nee, hab ich nicht. Also Gibby. Gibby hat gerade Kunden dran umgebracht. Ich denke auch. Das ist jetzt aber traurig. Na schon. Weil bei 7 hätten wir auf keinen voten dürfen. Jetzt fragt euch bitte nicht, das warum stimmt. Ich Gibby gewotet habe. Trotzdem haben sich nur eine weitere Person mit mir ans Skippen gehalten. Ich glaube, dass Gibbys Geschichte wahr ist. Aber ich glaube, ich brauche die Imposter, um Kills zu machen. Sonst reicht es hier timingmäßig nicht. Das ist super riskant. Das ist super interesting, aber die Chance, dass ich sterbe, ist halt relativ hoch. Ich muss halt jetzt Maxi dodgen und den anderen. Und ich habe keine Ahnung, wer der andere ist. Das ist aber ein guter Kill. Die Person liegt da auch gut. Oh. Hier kann ich Lucky Lucky machen, ohne dass was passiert. Der Vampir lebt. Der Vampir lebt safe noch. Ja, ist doch nice. Ja, Maxi ist Vampir. Lass mich kurz überlegen, bevor du was sagst. Die Chance, dass Mino der andere ist, ist vergleichsweise hoch, weil 3 Leute tot sind. Ja. Wollen wir trotzdem kämpfen? Also jetzt, du hast verloren, Dalu. Ja, theoretisch, wenn ihr mich wolltet, hätte ich verloren. Aber wenn ihr noch kämpfen wollt. Ein Hide and Seek auf dem Schiff. Wenn einer der Crewmates sich darauf einigt, die letzte Quest nicht zu machen. 2 One-on-One. Doch, ja. Dann bitte ein Crewmate die Task offen halten. Das heißt, es ist echt so, dass beide Imposter überlebt haben. Krass. Na, du bist der einzige Crewmate. Also, achso, du meinst von den Toten. Ich bin auch böse. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auch böse. Genau. Ich kann auch töten. Aha. Ja. Okay, das heißt, wir können uns jetzt... Also, ja, wir okay, schießen Showdown. Jetzt noch ein bisschen. Da freut mich ja. Nur sich. Ja, super, wer findet wen zuerst? Ja, dann skippe ich mal, ne? Ja. Okay, gut. Ich bin aber mehr, ich habe 2 Votes. Durch die Gegend rennt, Mino. Ja, doch. Nachteil. Oh, so. Und der Spider aber. Danke, dass ihr das mitmacht. Mann. Ich hoffe, dass wirklich ein Crewmate sich die Task offen lässt. Also wenn wir die Leute drum beten, müsste das klappen. Ich musste 2 Türen aufmachen. Das hat mich schon mal ein bisschen Kill-Cooldown gekostet. Hier ist alles dicht. Ich muss erst warten, bis der Kill-Cooldown weg ist.
war gerade an der Tür. Bitte nicht die Tasse. Sorry, Auszeit. sorry, Timeout. Ich hatte neue Runde. Dreckig. Neue Runde, hatte Cooldown. Das war aber knapp. Darf ich dazu was sagen? Ich habe mich gerade so geärgert wegen der Tür. Du warst an der Tür. Ich habe gesehen, sie guckt gerade nicht hin. Ja, nicht. Ah, du gehst auf mich? Natürlich! Was ist los? Du musst uns rechnen. Bitte ein Crew nicht die Task machen, danke. Kein Problem, wir haben Wex. Also gewonnen haben es offiziell die Imposter. Also, ich hab hier nur... Egal wie es ausgeht, ob ich Maxi jetzt kill oder nicht, das zählt nicht. Oh, Maxi kann nicht gewinnen. Wenn Maxi Vampir... Er hat noch, wenn er seinen Knobi noch hat, wäre insane. Ich glaube, ich lasse mich töten. Oder ich versuche es abzupassen und versuche gleichzeitig drauf zu gehen. Okay. Ja, ist der Pink. Ja, na, nee. Was für ein Battle. Erstmal danke, gewonnen haben aber die Imposter. Ja. Du, ich hatte am letzten Moment auf dem Schirm, dass du Vampir bist und hättest nicht gewinnen können. Ich wollte mich erst beißen lassen und versuchen, uns gleichzeitig zu töten. Also, aber du bist in den Knobi gerannt, deswegen habe ich gedacht, okay, gut, dann gehe ich rein.